Ich bezweifle, dass ich die seltsamen Ereignisse je vergessen werde, die mich mit Vulkan zusammentreffen ließen. Die Bewohner Vertils sprechen seit 10 Jahren voller Angst über die dunklen Eisfürsten. Dabei existieren sie schon sehr viel länger. Die Armee der Todwandler. Eine unzählige Horde untoter Kreaturen unter dem Befehl der Eisfürsten stieg von den Bergen im Norden herab und vernichtete jeden Widerstand auf dem Kontinent. Jeder Kampf diente nur dazu, ihre Reihen mit toten Gegnern aufzufüllen. Und die Welt schien dem Schicksal einer ewigen Eiszeit nicht entkommen zu können und alles Lebendige zu verlieren. Ein paar wenige versuchten, den Invasoren entgegenzustehen. Die Elfen, die sich bislang neutral verhielten, und die Roten Weisen, eine kleine Gruppe Gelehrter, die hoffte, mit ihrem Wissen den Verlauf des Krieges umzudrehen. Die Weisen haben vor kurzem die Freien Klingen angeheuert. Eine renommierte Söldnertruppe, deren Ruhm nach diesen Ereignissen noch größer sein wird. Die Klingen sollten die Weisen während eines Rituals beschützen, das einen Vorteil gegen die Eisfürsten bewirken sollte. Schon von weitem am Geruch erkennen. Da wären wir. Und der Hauptmann wollte, dass ich hier bleibe und das Lager errichte. Ich bin den freien Klingen nicht beigetreten, um Latinen auszuheben. Aber das sollte er wissen. Er kennt seine Leute. Und er weiß, dass sein Sprengmeister es hasst, sich zu langweilen. Das Lager errichten, das nenne ich von Nutzen sein. Ich nahm an, dass wir bis zum Ende nichts mit diesem Krieg zu tun haben würden. Scheint, als wäre das Ende gekommen. Die dunklen Eisfürsten haben es geschafft. Ganz Vertil ist dem Untergang nahe. Nichts kann die Todwandler aufhalten. Bald wird es keinen Rückzugsort mehr geben. Geschweige denn eine Taverne, in der man seinen Sold verpassen kann. Es gibt niemanden mehr, der die dreckige, stinkende Flut aufhalten kann, wenn es überhaupt möglich ist. Hoffen wir, dass unsere geliebten Auftraggeber ihre Versprechen einhalten. Wenn ihr berühmtes Ritual nicht hinhaut, werden wir wie Narren dastehen. Ein Haufen eingebildeter Priester spielt Zauberlehrlinge gegen 7 unsterbliche Magier. Toll! Klingt großartig! Wie dem auch sei, man muss offensichtlich Feuer mit Feuer bekämpfen. Was für ein Mist! Sie sind bereits hier. Ich warne besser schnell die anderen. Hat dir dein Spaziergang gefallen? Schaff dich hier rüber und erzähl mir davon. So wie du aussiehst, war es nicht gerade ein Spaziergang. Also, was hast du gesehen? Die Todwandler sind da draußen. Ich habe einen getötet. Wir müssen uns für sie bereit machen, und zwar sofort. Du hättest nicht alleine gegen sie kämpfen sollen. Das war ein unnötiges Risiko. Ich werde die anderen in Marsch setzen.
Du fängst derweil damit an, die Fallen und die Granaten vorzubereiten. Wir werden sie brauchen. Ich wollte nicht, dass er alle anderen alarmiert, bevor wir bereit für sie sind. Aber was, wenn er dich getötet hätte? Dann hättest du uns nicht alarmieren können, bevor sie zum Angriff auf uns bereit gewesen wären. Beim Götterblut, denk doch mal mit. Wir müssen uns auf sie vorbereiten. Da du es endlich geschafft hast, deinen Arsch herzubewegen, kannst du anfangen, ein paar Fallen aufzustellen. Sag Schäler, dass er sie um den Tempel herum platzieren soll. Das verschafft uns etwas Zeit. Und wir hören, wenn sie da sind. Jawohl, Herr Hauptmann. Falls du noch Fragen hast, weißt du ja, wo du mich findest. Drei Monate sitze ich schon auf meinem Soldrum. Ich hab den von Göttern verlassenen Krieg satt. Das sollte reichen. Ich gebe es Schäler. Er wird damit klarkommen. Hey, Schäler, hilf mir mal. Wir müssen das Gebiet vorbereiten, bevor es von den Todwandlern überrannt wird. Wir brauchen ein paar Überraschungen für unsere Todwandlerfreunde. Leg Fallen an den Zugangspunkten und jag dich nicht selbst in die Luft. Keine Panik, ich komm schon klar. Ich mache keine Witze. Wenn du einen Arm verlierst, dann bin ich der Arsch, dem man die Schuld dafür gibt. Sind schon da. Treibt die zurück! Wir müssen die Stellung halten! Da kommen noch mehr von ihnen. Thank you.
verdammt! Jetzt gehen sie sogar schon durch Wände. Sie nach, wie Büffel mit den Weisen klarkommt. Er soll ihre Anrufungskammer bewachen. Aber Hauptmann... Bau keinen Mist, Vulkan. Los! Ich geb dir gleich von wegen, aber Hauptmann. Gut. Bist du jetzt dabei, oder was? Spezialist mit Kampfpreisen.